Im islamfeindlichen, kolonialistischen Frankreich wurde nun auch die Abaya in den Schulen in Frankreich verboten. Es hat offensichtlich dem islamfeindlichen französischen Staat nicht ausgereicht, das islamische Kopftuch von unseren Schwestern zu verbieten. Und nun will man noch aggressiver werden, um die muslimische Community noch weiter zu erniedrigen. Wer nun meint, wir leben noch hier in Deutschland und diese Thematik ist noch weit, weit weg von uns, nun mal abgesehen davon, dass wir für unsere muslimischen Geschwister einstehen müssen, mal abgesehen davon zeige ich euch jetzt eine Umfrage, die wir bereits gestern auf unserem Instagram-Kanal veröffentlicht haben, und ihr werdet sehen, geliebte Muslime, wie nah uns diese Thematik auch auf gesellschaftlicher Ebene ist und vor welcher Gefahr wir auch hier in Deutschland stehen. Schaut euch das mal an. Ganze 91% von 52.811 Personen, die befragt wurden, das ist der aktuelle Stand, was sie tatsächlich von diesem Islamfeindlichverbot in Frankreich halten. Und ja, ganze 91% haben ganz klar darauf geantwortet, dass die islamische Kleidung in den Schulen verboten werden muss. Wisst ihr, was das für die muslimische Community hierzulande bedeutet, liebe Muslime? Das bedeutet nichts anderes, auch wenn es nur eine Bildumfrage ist, dass es in Deutschland eine gefährlich beachtliche Anzahl an Menschen gibt, die bereits so stark durch islamfeindliche Narrative aufgehetzt wurden. Die Assimilationsagenda, die seit Jahrzehnten durch die politischen Entscheidungsträger, ja, aus allen Regierungsperioden angetrieben wird und durch die Medien, allen voran den staatsnahen Medien, in die Gesellschaft getragen wird, diese Assimilationsagenda ist es, die uns Muslime zu Feindbildern der Gesellschaft gemacht hat. Und ich sage euch ganz ehrlich, geliebte Geschwister, dieser Druck, der auf uns ausgeübt wird, ist nicht leicht. Und es ist kein einfaches, gegen diese islamfeindliche Narrative standzuhalten. Das jedoch Falscheste, was wir nun tun können, ist es, vor diesem Druck einzuknicken und in eine apologetische Haltung zu verfallen und Aussagen zu wagen wie, ja, die Abaya ist ja sowieso keine islamische Kleidung. Genau das ist es nämlich, was dieser Druck erzeugen soll, und genau das ist die Niederlage in dieser Dunya und in der Akhira, vor der wir uns und die muslimische Community schützen müssen. Dieses islamfeindliche Verbot wurde also in Frankreich etabliert, aber der Schall dieses Schlages geht weit, weit, weit über die Grenzen Frankreichs hinaus und weitet sich bereits jetzt in ganz Europa aus.